Heute werden wir runecraften und wahrscheinlich reappen. Ja, ich habe nämlich ein bisschen was zusammengesammelt und wir machen daraus nochmal so einen kleinen Runen-Guide, sehr wahrscheinlich. Ja, was reapps, also worauf man da ein bisschen achten sollte und beim Craften ein bisschen achten sollte. Viele sagen, man sollte vielleicht ein bisschen warten mit den Dingern, weil es eventuell vorkommen könnte, dass es bald zum Craften geben, also 6 Sterne nur zum Craften geben, kommen könnte. Könnte kommen. Ich würde darauf jetzt aber nichts wetten, weil ich ehrlich gesagt noch nicht 100% sicher bin, ob es wirklich kommt. Und ich kann es mir zumindest in naher Zukunft nicht vorstellen. Ja, und wir haben ein bisschen mehr zu craften als das letzte Mal. Normalerweise würde ich sagen, wir machen Gewalt. Und ich schätze, wir machen auch Gewalt. Wille und Gewalt ist bei mir heute der Fokus. Also, ich hatte darüber schon mal ein kleines Video gemacht. Ich rede jetzt auch nur grob darüber. Ja, die Main-Sets, die man sich craftet, sind, wenn man jetzt nichts Spezifisches braucht, ja, wie jetzt zum Beispiel Qual, du brauchst unbedingt eine Qualrune oder sowas, dann geht man in die Regel immer auf Tempo, Gewalt, Wille, eventuell Zorn. Ja, das sind so diese 4 Sets, die in der Regel immer benutzt werden und auch immer im Fokus stehen. Ja, darauf sollte man so ein bisschen achten. Man sollte jetzt nicht unbedingt sagen, ja, ich mache mir jetzt Energieruhen. Ja, da würde ich drauf verzichten und dann eher Temporuhen nehmen. Weil Tempo, Gewalt, Zorn gegebenenfalls und Wille, vor allem die drei. Diese drei Ruhen-Sets sind die Ruhen, die man immer braucht. Ja, immer braucht, vor allem früher oder später kommst du nicht drum rum. Abgesehen jetzt, wie man jetzt Kampfgeist etc., die lassen wir jetzt mal weg, aber so von den Main Runentypen her, sind es diese drei, die man im Fokus immer nehmen sollte. Okay, wir fangen mit Gewalt an und schauen, ob wir hier heute was Gutes kriegen. Dies machen wir weg, weil das nervt nur. So, das ist eine Rune, die ich für meinen Stand natürlich nicht mehr brauche, bezüglich auch generell vielleicht im Early-Early-Bereich. Ja, und weil, naja, Speed ist der laueste Wert, da ist jetzt eigentlich im Großen und Ganzen, wie gesagt, im Early-Early-Bereich vielleicht, aber ab Mid-Game, vor allem jetzt mit den 12er-Dungeons, nein. Hier dasselbe, die kann man überhaupt nicht gebrauchen, also nicht mal mehr als Early-Game-Spiel, also das ist eine Rune, die kann direkt in die Tonne geklopft werden. Eine HP-Gewaltrune auf 2 wäre nett, wenn da Speed drauf gewesen wäre, anstatt Flat Attack. Hätte ich sie sogar probiert. So würde ich auch, also für meine Zwecke kann ich sie nicht gebrauchen, weil es eher nicht mal ein Reap-Potenzial hat, weil heldenhaft. Aber zu den Reaps, wie man das am besten macht, da kommen wir gleich zu. So als Early-Game-Spieler eventuell, aber im Großen und Ganzen würde ich auch eher sagen, nicht unbedingt. Eine Crit Damage Rune Slot 4 ist nett, aber da fehlen ein paar Werte. Also bis auf Attacker moniert da nichts. Ist jetzt eine 5-Star-Rune. 5-Star-Rune sind, wenn überhaupt, eher so für Early-Game-Spieler interessant. Attack ohne Speed, also welche Speed wäre es vielleicht noch für einen Mid-Game-Spieler interessant, wobei ich bei Slot 2, also naja, sagen wir mal 4 und 6, eher auf 6-Star-Runen gehen würde, weil man da einfach einen großen, also nicht einen großen Potenzial, einen großen Schub sieht, wenn man viel, also am Anfang direkt schon wenn möglich auf 6-Star-Runen geht. Wisst ihr, was ich meine? So eher nein. Die braucht man auch generell nicht. Nee, auch generell würde ich die nicht unbedingt behalten in irgendeiner Hinsicht. Auch nicht ist Flat Attack. Flat Attack in Slot 2, 4 und 6 auf keinen Fall. Und Slot 2, der einzige Flatwert, der da darf, sein darf, ist Slot, ist nur ist Speed. Und ansonsten nur Prozente in 4 und 6, außer man hat jetzt zum Beispiel eine Legendary-Rune, wo 6 Speed drauf ist, in Slot 6 beispielsweise mit Flat HP, dann kannst du es versuchen, ob es eventuell ein Quadroll Speed wird, dann kann man sie tatsächlich benutzen. Ja. So, vielleicht kriegen wir eine gute Rune hier raus, das sind jetzt nicht wenig Steine persönlich, das sind alles Runen, die man persönlich, ich sag jetzt mal so Runen, die jetzt kommen, wenn jetzt welche kommen, die zum Beispiel, die könnte für einen Early, vielleicht Midgame-Spieler für einen Tank interessant sein. Ja, die Werte sind nicht schlecht, man kann auch natürlich Speed drauf machen, ist es ein High HP, ist es ein High RS, ist es so ein Mid-ACC-Ding mit Flat Attack in den, im Innate. Ist etwas, was man eventuell tatsächlich sogar, könnte ich eventuell sogar auch benutzen. Tatsächlich, ich brauche sie nicht. Ich
bin ich so der Fan davon, Speed zu Rerun, vor allem nicht, wenn es ein Death ist. Das ist eine Rune, die probieren wir aus. Das sind eigentlich alles gute Werte. Ja, also High Roll Crit Damage, High Roll Attack und na, so ein Speed mehr ginge in Speed. Ja, wir rollen die jetzt mal. Ich schätze, das wird eine Rune sein, die man tatsächlich, wenn es so ein, zwei Mal in Speed geht, Attack, das ist sogar ein High Roll gewesen oder ein guter Roll, sagen wir es so. Was war da? 8 war da drauf. Ja gut, ist ein 7er Roll gewesen, ist okay. Ist jetzt kein Full Roll gewesen, aber es ist ein guter Roll gewesen. Gucken, wie sie läuft. Eventuell kann man die tatsächlich noch... Ah, das war ein Low Roll. Das war ein verdammter Low Roll. Aber wir schauen mal, was, ob er jetzt nochmal mit vielleicht mit 6 in Speed geht. Dann könnte man es eventuell für eine PvE Damage Rune benutzen. Könnte man tatsächlich benutzen. Die Attack ist ganz gut, Crit Damage ist auch gut. Ja, könnte man benutzen, wenn es jetzt nochmal in Speed gehen würde. Nochmal Attack eventuell, aber dann eher für einen langsamen Damage-Dealer. Ich hoffe, es geht in Speed. 6er Speed, dann würde ich sogar tatsächlich erstmal behalten, um zu gucken. Ah, Low Roll Speed. Nee, damit kann ich nichts anfangen. Das ist mir zu wenig. Also es ist eine gute Rune für manche, die noch nicht so weit sind, die eventuell auch noch nicht so hoch spielen können. Oder noch nicht so viele Vio-Runen haben, da ist sie ganz nett. Aber so sind mir die Werte zu low. Es ist zweimal in Crit Damage zu low gerollt, Speed zu low gerollt, nur guter Roll in Attack. Kann ich leider nichts mit anfangen. 2000 Jahre später. Okay, die erste Legendary, mal schauen. Oh, eine Attack, okay, ist da Speed drauf, Quadrate. Ist auch nicht mal ACC drauf, also sprich nicht mal für einen Bomber groß interessant. Aber es hat einen Innate, deswegen ich werde die jetzt nicht appen, aber ich werde sie behalten für eventuell zukünftig. Könnte eine Sierra-Rune werden, wenn man sie reappt. Ja, ich meine, meine Sierra ist jetzt ein bisschen anders. Eventuell eine Bomber-Rune, sowas in die Richtung. Mit Vio, vielleicht nicht unbedingt, vielleicht Broken. Aber ja, ist schwierig. Also mir würde jetzt nur Bomber einfallen, Sierra einfallen. Wenn man, ich behalte sie mal, weil es ein Innate hat, aber würde sie jetzt so mit, so persönlich könnte ich jetzt nichts damit anfangen. Jetzt gerade zumindest. Aber vielleicht in naher Zukunft mal. Wer weiß, was das Spiel noch irgendwann mal gibt. Ja, und mit einer Innate-Rune kann man viel anfangen. Ja, die Runen wollen heute nicht. Aber nicht so schlimm, bin ich gewohnt. Das ist tatsächlich eine Rune, die werde ich jetzt sogar probieren. Es kann 18 Speed drauf kommen. 18 Speed ist nicht schlecht. Ja, der Attack ist natürlich eher so Mid-Roll, ist jetzt nicht mega, ist eher low, kann man sagen. Nicht gut. Sobald es jetzt in Attack geht, fliegt sie weg. Wenn sie jetzt High in Speed geht, High in Speed ist nice. Ja, dann versuchen wir es nochmal. Wenn er 18 Speed rauskommen sollte, kann man sie tatsächlich gebrauchen. Na, ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Darf man nicht unterschätzen. Trotz einer blauen Rune, eine 18er Speed-Rune kann man. Perfekt, kann man gebrauchen. Sehr schön, kann man auf jeden Fall mit gebrauchen. Ich lasse die jetzt mal erstmal so, weil wir weitermachen. Kann man anfangen. Vor allem jetzt so für Spieler, die eventuell so hart struggle sind, was so Speed-Vio-Runen angeht, sind sie ganz gut. Später braucht man sie wahrscheinlich eher nicht mehr, tatsächlich, ja. Aber so jetzt so, wenn man jetzt so ein bisschen Mangel hat, so wie ich jetzt zum Beispiel auf Slot 1, gute Speed-Runen. Okay, das muss ein Speed am besten sein. Ah, eine Flat Death. Flat Death kann man da halt leider gar nicht gebrauchen. Also da nur Speed. Da würde nicht mal, wenn dann Speed in anderen... Das ist dasselbe wie mit der anderen. Die könnte sogar sehr interessant werden, aber ist da ACC drauf? Tatsächlich, aber nee. Bin ich der Fan von 5-Star-Runen. Muss ich leider sagen. Ich weiß, dafür könnten mich jetzt ein paar köpfen, weil ich es nicht mal versucht habe. Aber ich bin da echt nicht der Fan von. Tut mir leid. Okay, die restlichen werden wir jetzt noch ein bisschen hier verballern, weil ich sehr viel Necro... Okay. Ist das Speed drauf? Schade. Wäre das Speed drauf, würde ich es versuchen. Ist aber nicht der Fall. Wäre eine mega gute Rune gewesen, wäre es HP-Prozent gewesen. Hätte man viel mit anfangen können. Aber ich würde ganz gerne heute reappen. Das ist dasselbe Prinzip. Hier probieren wir es auch wieder. Auf 18 Speed zu kommen, dann wäre sie okay. Ja, kann man gebrauchen, wenn man, wie gesagt, nicht viele Vio-Runen oder ähnliches hat. Dann Vio-Wille-Runen oder Vio-Runen hat. Kann man sie auf jeden Fall gebrauchen. Oder, ja gut, das ist schon mal Müll. Erstens Low-Roll, zweitens ist es in ACC gerollt, daher uninteressant. Hätte es vielleicht ein bisschen... Okay, die Wille-Runen haben ein bisschen mehr Bock. Das ist nice, kein Innate. Speed. Ich behalte sie aber trotzdem tatsächlich. Ja, ich werde jetzt nicht aufwerten, aber ich werde sie behalten. Weil Wille-Runen, auch wenn da jetzt kein Innate drin ist, haben großen Reap-Potenzial. Ja. Okay, da bin ich out auf Dings-Runen gegangen. Haben wir hier noch irgendwas? Hier können wir noch eine machen. Oder zwei oder was das da sind. Aber Tempo, bei Tempo ist halt only Swift interessant. Gut. Okay, sind wir mit den Runen durch. Da kam jetzt leider nicht wirklich was Brauchbares raus. Ist okay.
denke ich. Nein. Ja, wir haben 18 Steine, wir haben ein bisschen mehr zum Reappen diesmal. Die hat, glaube ich, eher... Ja, wir reappen ja die, die ist mega bad. Die hat, ja, die hat so gar kein Potenzial. Sie könnte Potenzial irgendwo haben, eventuell, aber die jetzt so gar nicht. Deswegen machen wir mal hier und schauen mal, wie viele wir hier gereappt kriegen. Ich glaube, Slot 4er und 6 habe ich gar keine Runen gerade zum Reappen. Glaube ich, müsste ich gleich mal gucken, aber ich brauche auf jeden Fall eine Slot 1 Savio-Rune oder Wille-Rune, ist egal. Aber eine mit einem vernünftigen Speedwert oder Crit-Ratenwert, das wäre awesome. Ich baller da mal so ein paar rein, mal gucken. Und dann kann man immer noch gucken. Nee, ich glaube, die ist für mich eher brauchbarer als die tatsächlich. Also ich gehe da lieber auf Attack als auf Crit-Damage. Also die ist mega Bock mit, damit kann man überhaupt nichts sagen. Beim Reappen muss man immer so ein bisschen drauf achten. Also erstens nur Legendaries. Zweitens am besten mit Innate. Am Innate ist der Wert, der unter dem Attack da oben stehen würde. Unter den Attack 118. Ja, das ist der Wert, der nicht verändert werden kann. Wenn da nicht unbedingt Speed, ja, also HP-Prozent und Death-Prozent würde ich auch nicht unbedingt empfehlen. Aber sowas wie Flat oder ACC-Werte, wenn die da oben drauf sind, das ist eine gute Rune zum Reappen, wenn es Legendary ist und eine brauchbare Rune ist. Ja gut, also wenn das so schon anfängt, kann das nichts werden. Also ich muss sagen, die sind alle meh, wobei, ich bleib mal bei der. Ich hau hier, wie viel hauen wir denn hier noch rein? Also nicht mehr so viele tatsächlich, ich will mal gucken, ob wir, okay, da kommt wieder der ACC. Ich hoffe, wir kriegen wenigstens eine gute Rune raus. Ich gehe mal so auf 10 hier runter und dann schauen wir mal nochmal eventuell woanders. Okay, danke. Danke, Spiel. Okay, Dreck zerstört mit der Crit Damage. Okay, einer noch. Komm schon. Komm, einer noch. Gönn mal jetzt. Einen noch. Ah, 22 und nicht mit Attack. Ja gut, aber die ist tatsächlich brauchbarer. Ja, die ist safe brauchbarer. Und Rest oder so dann durch einen Speedjam tauschen, dann kann man die tatsächlich gebrauchen. Wir nehmen einfach die und hoffen, hier jetzt mal einen guten Speedwert drauf zu bekommen. Irgendein, ich habe schon lange keinen mehr bekommen. Okay, dann die ist ein bisschen way, also kann man ein bisschen besser benutzen tatsächlich. Schauen wir mal weiter. Also ich hoffe auf einen guten Speedwert. Eine gute Rune mit einem guten Speedwert wäre schön. Ja, 14 ist jetzt nicht gerade der Speedwert, den ich gerne sehen wollen würde, sondern eher so 15. Da muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir die linke trotzdem besser. Also mit der linken kann man ein bisschen mehr anfangen als mit der rechten. Finde ich persönlich. Ist einmal ein Flat gegangen. Da, nee, ich bleib trotzdem einen Speedwert, da bleibe ich lieber bei der. Muss ich ganz ehrlich sagen, schon allein mit HP und so. Ah. 13 Grad, schade. Wäre da jetzt nochmal ein guter Speed reingekommen, wäre es eine gute Rune gewesen. So leider vorerst. Eine Trikaro-Rune. Nice. Nein, danke. Ja, wir reappen mal die hier noch. Die letzten 5 Steine gehen in die Rune rein. 13 Speed. Da sind mir die Werte hier mit der Krate und so ein bisschen angenehmer. Vor allem muss ich bedenken, dass die gerade noch auf der Raki drauf ist. Und Raki benutze ich sehr, sehr gerne. Ach, nee. Also, es kommen High-Werte raus, aber leider falsche High-Werte. Ja, okay, scharf, theoretisch besser, ein bisschen besser, weil 12 Speeds sind leicht zu bekommen. 21 Attack ist nice, Crit-Rate ist okay, Flat durch HP oder so tauschen. Ja, ich nehme mal die ist fein. Also, finde ich persönlich ein bisschen feiner, kann man ein bisschen mehr anfangen tatsächlich. Aber auch nicht das, was ich gerne gehabt hätte. Nein. Puh, das war knapp. Und der letzte, vielleicht kommt jetzt hier nochmal ein cooler Speedwert raus. Ich bezweifle es aber. What the hell ist das? Okay, danke. Danke, Spiel. Okay, ich weiß Bescheid. Gut, dann bin ich durch. Nochmal so ein bisschen Reapps und ein bisschen Runecrafting gemacht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.